Da musst du reinschauen. Bumm! Heute ist der 3. Februar. Was ist? Na, ich habe gesagt, ich brauche die Sonne. Achso, ich filme. Vanessa braucht die Sonnencreme. Ich filme ein bisschen. Ja, wir machen uns wieder auf den Weg. Es ist schon Nachmittag. Wir müssen jetzt Wäsche waschen gehen. Das können wir euch mal zeigen. Es sind einfach nur Waschsalons, aber die gibt es überall. Überall eigentlich. Gefühlt alle 50 Meter ist ein Waschsalon. Ja, da gehen wir mal hin und waschen unsere Wäsche und Kosmoswäsche. Sonst haben wir heute eigentlich nicht mehr viel vor. Ja, wir gehen einen Kaffee trinken vielleicht und bestellen uns noch ein Essen. Und morgen müssen wir dann zu einem Testcenter. Zum zweiten PCR-Test, ja. Dann hoffen wir mal, dass der auch negativ bleibt, aber ich bin guter Dinge, weil wir haben jetzt eigentlich die Woche einfach nichts gemacht, sozusagen. Und wenn man sich nicht gerade auf der Straße irgendwo ansteckt, keine Ahnung, sollte eigentlich alles gut gehen. Oder wir uns wirklich im Flug nicht angesteckt haben, ne? Ja, und dann werden wir uns um eine Weiterfahrt kümmern, weil dann am Sonntag fahren wir weiter mit dem Bus. Montag. Sonntag oder Montag, wahrscheinlich Montag, wenn es Montag der 7. ist, ja, geht's weiter. Ja. Marion hat aber wohl sich das Essen. 99,9% irgendwas steht hier. Wir suchen gerade ein Waschmittel. Wir haben keins und wir brauchen ein Waschmittel für die Waschmaschine. Cosmo, die Waschmaschine, ja, die dreht sich, genau. Wir gehen jetzt dann zu einer Waschmaschine. Die dreht sich. Gut, wir haben jetzt irgendein Waschmittel gekauft. Wir haben damals schon den Fehler gemacht, dass wir statt Waschmittel einen Weichspüler gekauft haben. Da haben wir jetzt drauf geachtet. Haben wir nicht den Fehler gemacht? Ich habe mir eingebildet, ist schon klar. Vielleicht haben wir diesen Fehler gemacht. Auf jeden Fall, ja, glauben wir, das ist jetzt Waschmittel. Und jetzt gehen wir zu so einem Waschsalon, wo man die Wäsche waschen kann. Und das kostet dann 20 Baht. Das ist nicht mal 1 Euro. Ja, und zu 90% kann man hier nur mit kaltem Wasser waschen. Weshalb wir jetzt auch eine Windel von Cosmo schon vorbehandelt haben, sozusagen. Damit wir die jetzt auch einfach hier mit kaltem Wasser waschen können. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Wasser. Mehr als bei uns. Ich glaube, es ist schon genug Wasser. Naja, wird schon so passen. Was es auch in ganz Thailand eigentlich gibt, sind diese Wasserfilter, Wasserspender. Osmosis, ja, also es gibt gefiltertes Wasser. Kann man ganz billig für ein Bad, kann man da, keine Ahnung, einen Liter oder sowas auffüllen. Ja, das ist dann ganz praktisch, da muss man sich immer Flaschen kaufen und kann auch ein bisschen in Plastikflaschen sparen. Dann haut man den Bad da rein und dann macht man hier auf und stellt die Flaschen rein, beziehungsweise muss sie halten und da ist halt so viel Platz, dass auch so ein ganzer Kanister reinpasst. Ja, und die gibt es eigentlich in ganz Thailand. So, wir waren jetzt noch in der Altstadt und haben Cosmo so ein süßes, Batik-T-Shirt gekauft. Wird ihm wahrscheinlich noch ein bisschen zu groß sein, aber egal, für den Strand ist es sicher okay. Jetzt bestellen wir uns was zum Essen, beziehungsweise wir haben noch was, Vanessa und ich, und wir bestellen noch was für Cosmo, was halbwegs gesund ist und ja, was wir halt finden. Ja, und sonst für heute, Cosmo wird dann eh schon müde sein, schauen wir mal, ob er lange schläft, ob das schon sein Nachtschlaf ist, sozusagen. Und morgen müssen wir eigentlich früh raus, für unsere Verhältnisse jetzt gerade, weil um 11 Uhr, glaube ich, haben wir diesen PCR-Test. Und ja, dann müssen wir dann schauen, dass wir
pünktlich dort sind, da werden wir dann mit dem Taxi wahrscheinlich hinfahren, weil zu Fuß kommt man ganz schwer zu diesem Einkaufscenter, haben wir schon geschaut. Ja, dann bis morgen. Guten Morgen! Heute gehen wir zum PCR-Test. Was magst du auch da sein? Hallo, guten Morgen. Guten Morgen! Und danach werden wir wahrscheinlich mit einem Taxi zum Patong Beach fahren. Da wollten wir uns erstmal noch fernhalten bis zum zweiten Test. Aber nachdem wir den dann hinter uns haben, ja, trauen wir uns ein bisschen mehr raus und dort gehen wir dann was essen und am Strand. Es ist ein bisschen windig, schauen wir mal, ob Cosmo die Zehen ins Wasser strecken kann. Und ja, wir sind schon gespannt, wie Cosmo reagiert, weil es ist sein erstes Mal am Meer. Ja. Ob es ihn überhaupt interessiert, ja, oder ob er Angst hat oder sich freut. Ja. Ja, er wird sicher sehr aufgeregt sein. Und deswegen nehme ich auch zur Sicherheit mal die GoPro mit. Das wären erstmal die Pläne für heute. Und dann zeigen wir euch ein bisschen den Strand und alles andere. Tschüss! Tschüss! Film ich? Ja. Gut, wir haben jetzt den PCR-Test hinter uns. Das ging ziemlich flott und war wieder gut organisiert und hat auch überhaupt nicht wehgetan. Und bei Cosmo hat es wieder durch den Mund gemacht. Ja, und er hat das auch gut zugelassen. Er wollte eher das Stäbchen nicht mehr hergeben, also er hat draufgebissen und war ganz unbeeindruckt. Und jetzt schauen wir uns hier noch ein bisschen dieses Einkaufszentrum an. Ja, und wie in Bangkok damals, wahrscheinlich jetzt auch, weil die Touristen etwas ausfallen, aber es ist einfach riesig und fast leer. Und bunt. Schau mal. Natürlich gibt es wieder in einem Einkaufszentrum ein, was ist das, Aquarium. Meine Freundin Cosmo. Hallo. Cosmo, hier, nimm das. Da ist jemand. Möchtest du? Cosmo. Komm her. Das kleine Mädchen hat Cosmo ganz böse angeschaut und ihn aus dem Zug vertrieben. Dann gehen wir halt, wenn wir hier nicht erwünscht sind. Wir trinken jetzt mal einen Kaffee. Zum Essen haben wir leider nichts gefunden für uns. Das ist alles mit Huhn und Schwein und sowas. Ja, aber danach werden wir dann zum Patong Beach fahren und wir gehen davon aus, dort gibt es dann irgendwas Gutes. Ja, und Cosmo spielt sich gerne mit der GoPro. Okay, ich hoffe, man hört mich hier. Nach dem Einkaufscenter mussten wir nochmal nach Hause fahren, weil ich so klug war und Cosmo Sonnencreme und eine Duschwindel für zum Schattenspenden vergessen habe einzupacken. Und dann sind wir zum Patong Beach gefahren, wo wir jetzt sind.
Cosmo ist im Taxi eingeschlafen, das heißt, das Meer hat er noch nicht gesehen. Jetzt ist er gerade aufgewacht und wir sind schon die Promenade etwas entlang spaziert. Ja, hier ist schon mehr los. Hier sind, glaube ich, 80% der Touristen. Und ja, es gibt überall Massage und Kokosnuss haben wir schon getrunken, überteuert. Und jetzt suchen wir was zum Essen. Es gibt überraschend wenige vegane bzw. ja, rein vegane Optionen. Aber Vanessa hat irgendein vegetarisches, einheimisches Lokal. Gut, kein einheimisches, ein vegetarisches Lokal gefunden, wo wir jetzt hingehen und dann schauen wir mal, was es dort gibt. Und nachher werden wir uns ins Meer chillen wahrscheinlich. Cosmo. Okay, das kriegen wir mit, vielleicht kriegen wir mit. Wir haben Veganes gefunden, also ein rein veganes Geschäft. Cosmo hat gleich einen kleinen Hühner bekommen, weil er unbedingt alles haben wollte. Und wir haben was Gutes bestellt und hoffen, Cosmo schmeckt es auch. Cosmo hat jetzt nicht nur den Dino bekommen, er hat auch noch einen Ball bekommen. Nein! Ein Ball! Ball! Und Humusbrot für Cosmo. Schauen wir mal, ob es isst. Thank you. Thank you. Cosmo schmeckt. Dann haben wir uns noch eine Tortilla-Pizza bestellt. Cosmo entdeckt Sand. Und okay, so nach dem Essen haben wir uns jetzt wieder hier ein Plätzchen im Schatten gesucht beim Meer. So, ja, so, hier. Gut, ja, Cosmo hat gleich den Sand entdeckt, ne, und hat sich gleich gespielt. Das Meer hat er zwar gesehen, aber ich weiß nicht, ob er es so ganz realisiert hat. Da hat er halt einfach nur so geschaut. Und vielleicht gehe ich nochmal mit ihm zum Wasser und ich schaue, wie er so reagiert, ob es ihm gefällt oder nicht. Ja, und sonst werden wir hier ein bisschen chillen jetzt. Der wird wieder mit der Fernbahn weggehen. Tust du im Sand spielen, Cosmo? Ist das okay, wenn wir dahergehen? Das Meer, Cosmo. So viel Wasser, Viel Wasser, gell? Das war eine große Welle, Cosmo. Uiuiui. Das war eine große Welle. Hoppala. Ist jetzt nichts so für dich, Cosmo, Nuno. Hallo. Heute haben wir schon wieder den nächsten Tag und es ist bereits so 15:30 Uhr. Wir waren heute schon frühstücken natürlich und Cosmo hat ein Schläfchen gemacht und er hat jetzt schon wieder mehr seinen Rhythmus gefunden, einen normaleren Rhythmus. Ja, wir haben heute die Ergebnisse bekommen von den PCR-Tests gestern und die sind natürlich alle negativ. Ja, das heißt, jetzt sind wir schon etwas entspannter und haben
diese Sache mal hinter uns. Jetzt, wenn wir Corona kriegen sollten, müssen wir wenigstens nicht mehr in diese komische Quarantäne. Dann müssen wir halt nur noch in Selbstquarantäne. Sonst machen wir heute, ja, jetzt dann, wenn es so heiß ist, bleiben wir einfach zu Hause mit dem Kind. Oder Cosmo, bleiben wir dann einfach zu Hause und gehen wir am Abend dann nochmal raus. Und was machen wir am Abend? Ah, wir fahren am Nachmittag dann nochmal ins Einkaufszentrum, weil es uns so gut gefällt dort. Schauen vielleicht, ich brauche noch eine kurze Hose, Vanessa braucht noch eine kurze Hose. Mal schauen, ob wir fündig werden. Cosmo, wir gehen dann nochmal ins Einkaufszentrum. Vielleicht können wir dort einen Kaffee trinken und du kannst einen Snack essen. Was möchtest du denn? Jetzt kriege ich etwas, um das Kind ruhig zu stellen. Danke. Schau mal, Cosmo. Cosmo ist jetzt snacksüchtig, so wie wir. Aber er kriegt etwas gesündere Snacks. Ja, und sonst morgen werden wir wahrscheinlich zum Bus-Terminal fahren, weil wir fahren ja weiter nach Kopangan am Montag. Und damit wir uns schon ein bisschen auskennen oder die Tickets im Voraus kaufen können, werden wir das morgen schon mal abchecken. Ja, aber sonst machen wir jetzt nicht mehr allzu viel hier auf Phuket. Vielleicht nochmal in die Old Town und es gemütlich angehen sozusagen. Und dann freuen wir uns schon auf unser Häuschen am Strand in Kopangan. Ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder am Busbahnhof, glaube ich. Sonst wo. Tschüss. Baba. 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 Sagst du Baba, Cosmo? Baba. Baba, bis dann.